Ja, und das sind natürlich zwei absolute Spezialisten, die sich da gegenüberstehen. Seit Jahren, seit vielen Jahren in der Weltklasse. Also da durften die Zuschauer schon ein Top-Match erwarten. Hanschek Gruber, 39 Jahre, wir haben es gesagt, gegen Jörgen Persson. Wir steigen ein im ersten Satz bei 16 zu 13. Jetzt steht es schon 13 zu 17, wie gesagt, Aufschlag Gruber. Sagen wir was ein bisschen zum Spiel, zu diesen beiden Herrschaften, Gruber und Persson, Tom. Ja, das war eigentlich gerade ein typischer Ballwechsel von den beiden. Die beiden kennen sich in- und auswendig, die haben so oft schon gegeneinander gespielt, die wissen genau, wo die Stärken, wo die Schwächen liegen. Es wird oft zu offenen Ballwechseln kommen, das heißt lange Ballwechsel mit Topspin-Topspin-Duellen. Wobei ich sagen muss, dass vielleicht Jörgen Persson der offensivere Spieler ist, aber Andrzej Gruber vielleicht der sichere Spieler. Dass es vielleicht eng werden wird, das kann man schon daran ablesen, dass es auch im Hinspiel, das heißt im ersten Match in Grenzau, erst im dritten Satz entschieden wurde. Und da konnte sich der Schwede Jörgen Persson mit 2 zu 1 Sätzen durchsetzen. Und wieder ein weiterer Punkt für Persson. 20 zu 14 jetzt der Stand. Und da hat er den ersten Satz für sich entschieden. 21 zu 14. Jörgen Persson, ja, man sagt ihm Abwanderungsgedanken nach. Er will seine Karriere, zumindest was das Spiel in Deutschland angeht, wohl beenden. Man munkelt, er geht zurück nach Schweden. Vielleicht erfahren wir im Laufe dieser Sendung da noch ein bisschen genaueres. Man kann sich das schon lebhaft vorstellen. Seine Familie wohnt in Halmstadt, hat 3 Kinder, muss ständig pendeln zwischen Ochsenhausen und Halmstadt. Das ist auf Dauer natürlich auch nicht so toll, vor allem wenn man weiß, dass diese Spieler ja noch viele, viele internationale Turniere bestreiten. Da geht es von Lyon nach Hongkong, von Hongkong nach Melbourne und so weiter. Sie reisen um die ganze Welt. Wenn man die Schweden kennt, auch Erik Lind oder Appelgren und wie sie alle heißen, das Reisen ist nicht unbedingt ihre Lieblingsdisziplin. Zumal es in Schweden ja so, so schön ist, aber das Geldverdienen im Tischtennis, das ist in Deutschland sicher ein bisschen leichter möglich. Also, Aufschlag jetzt bei Jörgen Persson. Andrzej Gruber hat uns vorhin noch gesagt, eigentlich wollte er gar nicht mehr in der kurzen Hose auflaufen, sprich als Spieler. Aber dann musste er halt, eigentlich wollte er nur noch sein Amt als Cheftrainer in Grenzau ausüben. Dann kam diese Situation, dass der Koreaner nicht kam und alle aufrücken mussten. Andrzej Gruber, natürlich gewinnt er nicht mehr so viele Spiele wie früher. Natürlich nicht, aber er ist immer noch ein Fuchs. Er hat auch neulich gerade Jörg Roskopf schlagen können. Und ich glaube, gegen ihn zu gewinnen, ist nach wie vor ausgesprochen schwierig, oder, Torben? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wer Jörg Roskopf schlagen kann, der ist einfach ein Spitzenspieler, das ist gar keine Frage. Und ich glaube, dass der Andrzej Gruber wirklich so ein alter Fuchs ist, dass er heutzutage fast noch jeden in dieser Bundesliga erschlagen kann. Obwohl es mit Abstand die stärkste Liga der Welt ist, das muss mal klar gesagt sein. Hier kommen die besten Spieler hin und hier sieht man halt das beste Tischtennis in einer Bundesliga zusammengefasst. Und wer da halt so gut noch spielen kann, ich meine, der spricht halt immer noch für sich. Hat man wieder gesehen, mit der Rückhand den Ball halt richtig rausgebracht in die weite Vorhand von Jörgen Persson, der da immer noch zu spät war. Und dann sofort den kurzen Block in die Rückhand zum Punkt gewinnen. Das sieht ja oft aus, als ob das ganz leichte Fehler sind. Da wird sich mancher Zuschauer fragen, wieso bringt er den Ball nicht über das Netz? Was ist da für eine Erklärung möglich? Ja, das hört sich jetzt vielleicht einfach an, aber der Ball hat so viel Rotation. Das Material ist heutzutage so schnell geworden und die Belege sind so griffig, dass man mit einer kurzen Handgelenkbewegung so viel Rotation in den Ball geben kann, dass es für den Gegner unglaublich schwer ist, noch den Ball auf den Tisch zu spielen. Ja, ich merke das bei mir selbst. Ich habe auch sehr griffige Belege. Man kann wirklich mit den kürzesten Bewegungen so viel Rotation reinbringen. Das sieht man halt von außen nur sehr, sehr schwer. Jetzt 2 Führung jetzt für Persson im zweiten Satz, nachdem er den ersten abgegeben hat. Ja, Stichwort Material, das wird die Tischtennisspieler ja in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht über Jahre noch sehr beschäftigen. Da gibt es immer wieder Diskussionen, ob das denn wirklich eine Materialschlacht sein muss, das Tischtennisspiel, da die langen Noppen oder die kurzen Innen und was der Teufel, was es da alles gibt. Was lässt sich dazu sagen, zu dieser Materialschlacht? Ist das wirklich zu begrüßen, dass da jeder Spieler machen kann, was er will, oder ist es nicht viel besser, wenn alle mit dem gleichen Schläger spielen? Ja, das ist schwer, sowas objektiv zu sehen. Die meisten Leute sehen das alles subjektiv, die gucken, was ist mein Vorteil.
ich sag mal, man kann jetzt nicht einfach diese kurzen Noppen verbieten und dann haben diese Leute, sag ich mal, die können ja fast heutzutage, wenn die sich jetzt umstellen müssen, die könnten ja aufhören, Weltklasse-Spieler, die wären ja gar nicht mehr oben dabei. Ich finde, es gibt ein paar Belege, lange Noppen spezielle, da könnte man überlegen, die zu verbieten, aber sonst sollte man vom Material das schon so belassen, wie es ist, weil ich habe das jetzt in der Bundesliga gesehen, man sieht so attraktive Spiele, es kommt zu sehr schönen Ballwechseln, da sollte man nicht viel verändern. Das kann man hier bei diesem Spiel durchaus bestätigen. Da wechseln attraktive, spektakuläre Ballwechsel ab mit sehr kurzen Sequenzen. Gilles Robert liegt also jetzt leicht zurück. Da hat man gerade wieder die Stärke gesehen von Andrzej Gruber. Man muss wirklich 4, 5, 6 Mal den Ball dynamisch mit dem Topspin nach vorne bringen. Und man denkt fast, man hat den Punkt schon gewonnen, aber er hat immer noch seinen Schläger dran. Und irgendwann verliert man halt dann die Geduld, so wie Jürgen Persson. Er wollte mit einem festen Vorhandschuss den Ballwechsel beenden, aber das Risiko war halt zu hoch. Und so hat er den Punkt verloren. 9:3 jetzt. Jake Gruber also spielt ganz souverän, wartet ab, dass der Gegner die Fehler macht. Ja, jetzt scheint es wirklich sehr schwer zu werden für Jürgen Persson. Er verliert ein bisschen den Rhythmus. Der Satz könnte jetzt schnell halt kippen zugunsten Andrzej Gruber. Viele leichte Fehler hat man den Eindruck, ungewohnt eigentlich bei Persson. Genau, er ist auch nochmal ein sehr sicherer Spieler, vielleicht noch ein Tick offensiver als Gruber. Aber ihm unterlaufen nochmal sehr wenig leichte Fehler. Und jetzt sieht man halt, es hat sich irgendwas geändert. 11:4 jetzt für Gruber. Schon zu eindeutig vielleicht für diesen Satz. Wenn wir auf die Weltrangliste schauen, dann sehen wir Jürgen Persson auf Platz Nummer 17. Gerade herausgekommen, die neue Weltrangliste von 15 auf 17. Und Andrzej Gruber nach wie vor auf Rang 20. Wo wen es interessiert in der neuen Weltrangliste? Torben Wosik, wo sehen wir ihn? Auf der Nummer 105. Da ist noch Luft nach vorne, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe jetzt in der Saison so gut gespielt. Besser kann ich nicht spielen. Ich habe in der Bundesliga die beste Bilanz. Ich habe international gegen 2 Spieler gewonnen, die amtierende Vize-Weltmeister sind und aus der französischen Nationalmannschaft. Also wie gesagt, besser konnte ich nicht spielen, aber ich freue mich, dass das System jetzt so geändert wird, dass man halt nur noch Pluspunkte bekommen kann. Das heißt, je mehr man spielt, umso besser ist es für einen Spieler. Und mein Ziel ist es halt jetzt möglichst schnell unter die Top 80 in der Welt zu kommen. Es darf ja auch nicht wahr sein, dass ein fast 40-jähriger Andrzej Gruber 100 Plätze vor Torben Wosik liegt. Das muss man ändern, oder? Ja, damit kann ich noch leben, aber es gibt halt ein paar Spieler, ältere Spieler, die sind zu hoch eingestuft, die sind eigentlich schon schlechter als auch viele deutsche Spieler, aber die spielen halt kaum noch und behalten so ihre Punktzahl immer. Also die Rangliste stimmt nicht unbedingt immer überein. Aber klar ist, dass Andrzej Gruber in diesem Spiel gegen Persson sehr, sehr gut agiert, nach wie vor diese Partie dominiert. Und mich überrascht das schon ein bisschen, dass ein, ja, ich glaube schon, einkalkulierter Punkt von Ochsenhausen zumindest in ganz, ganz großer Gefahr ist. Ja, man darf natürlich auch nicht vergessen, jetzt sie haben das Doppelgrad verloren. Damit haben sie natürlich auch gerechnet, das zu gewinnen. Und psychologisch ist das jetzt halt ein Vorteil für Grenzau. Andrzej Gruber hat nichts zu verlieren. Und dementsprechend spielt er jetzt auch abwartend ab und wartet halt auf die Fehler von Jürgen Persson. Und er macht die auch im Moment. Jetzt erstmal Aufschlag bei Persson. Also Gelegenheit, so ein bisschen wieder heranzukommen. Der Aufschlag ja nach wie vor ganz, ganz wichtig, um die Punkte dann auch zu machen. Sehr schöne Kombination jetzt, ja. Persson kommt heran. 9:13. Kann man sagen, Persson auch ein relativ kompletter Spieler oder doch deutlich stärker mit der Rückhand eigentlich? Nee, ist ein kompletter Spieler auf jeden Fall. Er hat einen Vorhand-Topspin und hat vielleicht das, was kein anderer hat. Das ist sein Paradeschlag, ist dieser Rückhandschuss.
seinen Endschlag. Er bereitet den Ball mit der Vorhand oftmals vor und dann kommt halt dieser Rückhandschuss, den glaube ich nur er so beherrscht. Und das ist halt phänomenal. Maßgeblich beteiligt an den großen Erfolgen der Schweden in den letzten Jahren, speziell auch bei Mannschaftswettbewerben, ob das Weltmeisterschaften waren, Europameisterschaften, Persson, Waldner, Lind, Appelgren, die Namen, die seit vielen Jahren ja in der Szene bestens bekannt und irgendwo sich auch gefürchtet sind. In so einer breiten Phalanx hat kaum ein anderes Land so gute Spieler aufzuweisen. Hier sehen wir mal eine Studie beim Aufschlag, ganz interessant, diese verschiedenen Aufschlagtechniken auch. Ja, da möchte ich auch noch was zu sagen. Und zwar heutzutage, die Aufschläge werden halt sehr oft trainiert von den Spielern. Man muss ein bisschen Talent mitbringen, aber man kann es heutzutage schaffen, dass man mit zweimal der gleichen Belegung einmal den Ball viel Rotation gibt und einmal mit der gleichen Bewegung gar keine Rotation. Das sieht jetzt für den Zuschauer so aus, als wenn man da wirklich so einen leichten Fehler machen würde. Nur wir Spieler sehen das oft selbst nicht. Wir denken zweimal der gleiche Aufschlag, einmal mit Rotation, einmal ohne. Man muss wirklich schon auf den Stempel des Balls gucken, um zu erkennen, ob jetzt Rotation drin ist oder nicht. 15:12 jetzt für ihn, für Andrzej Kubak. Natürlich, Publikumsliebling ist seit vielen Jahren, seit über 10 Jahren spielt er ja für den TTC Grenzau. Bei allen großen Erfolgen dieser Mannschaft war er beteiligt. Europacup-Sieger, Deutscher Meister. Immer war Andrzej Gruber dabei. Jetzt sogar noch als spielender Cheftrainer sozusagen. Ja, 17:13 jetzt. Persson serviert, aber die Schlinge zieht sich zu, um mal dieses etwas martialische Bild zu benutzen. Es wird sehr schwierig werden für ihn, dieses Match noch aus dem Feuer zu reißen. Zumal Gruber nach wie vor sehr, sehr gut das Geschehen diktiert. Bin gespannt, ob er da noch mal herankommen kann. Ja, jetzt mit eigenem Aufschlag, 14:17. Man hat immer die Chance, noch 4-1 zu spielen mit eigenem Aufschlag. Man hat ja 5 Aufschläge und da ist es üblich, dass man halt normal eine positive Bilanz rauszieht. Das spricht 3:2 oder 4:1 Punkte spielt. Ja, er kommt heran. 15:17. Persson ja für einen Tischtennisspieler relativ groß. Deutlich größer eigentlich als die meisten Topspieler, die wir heute hier gesehen haben. Ist das ein Vorteil, ein Nachteil? Ja, das ist auch immer so eine schwere Frage. Ich meine, ein Vorteil ist es die Reichweite natürlich, aber man hat es im Doppel gesehen, der Nachteil ist einfach, er ist unbeweglicher dadurch. Durch diese langen, aggressiven Schupfbälle, die als Return gespielt werden, kommt er oft zu spät und ist dadurch ein bisschen unbeweglicher. Bleiben wir bei dem Match, jetzt ist es ganz eng. 16:10. Service noch für Persson. Wieder so ein relativ leichter Fehler, von dem Gruber profitiert. Ja, und gerade dieser Blockball von Persson, den er nochmal sehr gut beherrscht, der sollte eigentlich auf den Tisch gehen. Das wäre das 17:18 gewesen. Bundesliga ja auch Jürgen Persson mit einer negativen Bilanz. 5:7 Spiele stehen da auf dem Zettel. Natürlich bedingt auch, dass er so relativ wenig gespielt hat, durch die lange Verletzungspause. Vielleicht auch manche Leistungsschwankungen so zu erklären. Es fehlt einfach auch das gezielte Training unter Trainer Amisic hier in Ochsenhausen. 19:17 Gruppe. Zu 17 jetzt. Matchbälle für den Polen. Also Satzbälle wollte ich natürlich sagen. Deshalb erstmal Satzausgleich. Eins beide. Und jetzt
gleich dann der entsprechende dritte Satz. Hier wird er übrigens beraten von Emmerich Terebeschi, der selbst mal Cheftrainer war beim TTC Grenzau und heute natürlich seinen Cheftrainer beraten muss. Eine eigenartige Situation, aber die Gründe haben wir genannt. Schöne Studie nochmal von Gruber. Der selber nur noch nach eigener Aussage etwa eine Stunde täglich trainiert. Die Topspieler in Grenzau täglich etwa 3 bis 4 Stunden mindestens. Wie sagte er vorhin uns selber, ich bin eigentlich der einzige, der letzte Amateur in dieser Bundesliga. Aber wie gut spielt ein Amateur, das sehen wir hier. Ja, also das kann ich bestätigen. Wir haben jetzt eine Woche lang von der Nationalmannschaft in Grenzau trainiert, auch mit den Bundesligaspielern von Grenzau. Und das stimmt also, dass er nur eine Stunde trainiert immer. Aber er braucht auch nicht mehr. Er hat einfach diese Grundsicherheit, die er ausnutzen kann. Er muss halt nur frisch im Kopf bleiben, den Körper muss mitmachen und dann kann er einfach seine Leistung noch 1-2 Jahre bringen. Er hat uns auch klipp und klar gesagt, eine solche Situation wird es in der nächsten Saison definitiv nicht mehr geben. Ein spielender Cheftrainer sagt, da kann ich Ihnen Brief und Siegel geben. Warten wir die Situation oder die Entwicklung auch ab. Aber ich bin auch sicher, dass Manfred Stettner, der Boss von Grenzau, der Chef des TTC, dass er sich da schon etwas einfallen lassen wird. Denn es gab ja schon im letzten Jahr eine schwierige Situation, als Wang Tao, der chinesische Spitzenspieler, zum entscheidenden Match um die deutsche Meisterschaft nicht mitspielen konnte. Das war hier gegen TTF Ochsenhausen und da konnte Ochsenhausen dann die deutsche Meisterschaft für sich entscheiden. Wer weiß, ob das so gewesen wäre, wenn der Chinese hätte mitspielen können. Aber gut, das ist gelaufen. Wir gehen in den dritten Satz. Persson gegen Gruber, der jetzt hinten spielt. 1:1 und 0:0 sozusagen. Entscheidender Durchgang also zwischen diesen beiden. Da hat man gerade wieder gesehen, Andrzej Gruber einen sehr weichen Topspin mit viel Rotation gespielt. Der natürlich schwer anzunehmen ist für Jürgen Persson. Und Jürgen Persson dann mit der Rückhand dieses druckvolle Spiel aufgezogen. Halt. Torben, Sie sind ja nun auch schon einige Zeit dabei in der Bundesliga, genauso wie diese beiden Herren hier. Kann man sagen, dass sich im Laufe der Zeit, der letzten 2, 3, 4 Jahre, was Entscheidendes verändert hat? Ja, verändert auf jeden Fall. Erstmal muss ich sagen, die Liga wird immer stärker und stärker, gerade durch dieses Bosman-Urteil. Ich habe immer gesagt, für die Liga ist es sehr gut, für die jungen deutschen Spieler natürlich, wie jeder sich denken kann, nicht so optimal. Mich betrifft es jetzt nicht so, ich habe eine richtig gute Bilanz gespielt, aber es tut mir noch ein bisschen weh, wenn ich die Jungs danach sehe, die müssen auch spielen. Aber wie gesagt, die erste Liga ist jetzt so stark geworden, es ist für den Zuschauer einfach ein kleines Schmankerl, immer dahin zu gehen und sich die Spiele anzugucken, das ist gar keine Frage. Und das, was man auch noch sagen muss, der zweite wichtige Punkt ist, die Trainingsmethoden haben sich ein bisschen geändert. Es wird im Training mehr auf kürzere Ballwechsel trainiert, es wird mehr Krafttraining gemacht, mehr Dynamik kommt rein und Tischtennis wird immer dynamischer und schneller gespielt. Also die Reaktion spielt eine wichtige Rolle jetzt. Also mit dem, was man gemeinhin so Ping-Pong nennt und am Strand vielleicht mal irgendwo an einer Steinplatte spielt, liebe Zuschauer, hat das hier natürlich überhaupt nichts zu tun. Das ist allerhärtester Wettkampfsport auf allerhöchster Ebene. Aufschlagstudie Persson. Rückhand und dann der Versuch, die Vorhand anzudrücken. Aber da sehen wir mal, wie das dann ausschaut. Ja, natürlich, also der Jürgen Persson hat halt das Ziel, bei seinem Aufschlag den so einzubringen, dass er möglichst einen langen Return bekommt, dass er direkt in die Offensive gehen kann. Und Andrzej Gruber wiederum versucht, den Ball natürlich dann kurz zu halten am Tisch. Und damit er natürlich als erster diesen Ball eröffnen kann. Man sieht, er war in der Defensive und schon macht Jürgen Persson den Punkt. Ja, Bosman-Urteil, das sollten wir kurz erklären. Von den 40 gemeldeten Bundesligaspielern der Top-Mannschaften, also der 10 Bundesligamannschaften, sind genau 6 Spieler in Deutschland geboren. Alle anderen kommen ja überall her, kann man sagen, aus der ganzen Welt. Torben Wodzik hat es angesprochen, dem Niveau hat es sicherlich gut getan. Der Entwicklung mancher deutscher Spieler sicherlich nicht, aber es gibt eben auch Ausnahmen. Torben Wosig ist sicher eine, aber es gibt eine andere in Gönnern. Timo Boll, ein ganz junger Spieler, 16 Jahre alt, hat entscheidend dazu beigetragen, dass Gönnern deutscher Pokalsieger geworden ist zum Beispiel. Also es geht auch anders. Auf jeden Fall. Also Timo Boll ist für mich auch der Mann der Zukunft. Er spielt auf so einem hohen Niveau jetzt. Und wenn er das nächste Jahr noch halt stabilisieren kann, dann ist er ein Spieler, der auch international halt schnell ganz weit nach oben kommen kann. Bleiben wir aber bei dieser Partie, Gruber gegen Persson. Ja, das sieht man auch nicht so häufig.
Nee, das war schon, sag ich mal, mit einer kleinen positiven Arroganz gespielt, dieser Ball, um zu demonstrieren, ich bin jetzt der Chef hier in diesem dritten Satz und er bestimmt jetzt hier eigentlich das Spielgeschehen. So sollte es auch aussehen. Sieben zu acht jetzt, der Spielstand, Aussicht von Jürgen Persson. Also noch alles drin in diesem dritten und entscheidenden Durchgang. Sie selbst, Torben Wosik, haben mal dafür plädiert, dass man an den Aufschlägen was ändern muss, vielleicht am Spielsystem was ändern muss. Was verbirgt sich hinter dieser Meinung? Ja, ich finde auch, es sollten halt noch mehr offene Ballwechsel gespielt werden. Das interessiert den Zuschauer natürlich auch. Es gibt halt heute einige Spieler, die haben einen so extrem guten Aufschlag, dass sie schon oft zwei, drei direkte Punkte damit gewinnen. Ich meine, das tut natürlich der Sache nicht gut und vielleicht sollte man da mal etwas verändern, diesen Aufschlag zu entschärfen. Aber es gibt verschiedene Vorschläge. Was letztendlich dabei rauskommt, weiß man halt noch nicht. Ein Vorschlag wäre ja auch eine andere Zählweise im Tischtennis, dass man nur noch vielleicht drei Aufschläge macht, oder wie sieht das aus? Ja, das ist eine Variation. Also ich fände es sehr gut, wenn die Tennisregel so übernommen werden würde. Ich weiß, dass es einen Vorschlag gibt, dass man Aufschlagspiele gewinnen kann. Wer zuerst drei Punkte hat, man kann das Aufschlagspiel 3-0, 3-1 oder 3-2 gewinnen. Ist natürlich sehr attraktiv für den Zuschauer. Und dann halt ein Tiebreak spielen bei eventuellem 6-6 Spielstand. Also man muss bei der Zählweise auf jeden Fall was ändern. Und ich glaube, das wird auch so durchkommen. 9-10 jetzt aus Sicht von Persson. Gruber nach wie vor in Führung. Also Sie sehen, das klappt noch nicht so ganz mit unserer Grafik. Da hat der Punkt dem anderen Spieler gehört, in dem Fall Jürgen Persson. Jetzt aber 10 beide. 1-1 in den Sätzen, 10 beide, alles offen. Unglaublich, was er zurückbringt, wieder gerade mal. Jürgen Persson hat schon damit gerechnet, den Punkt zu gewinnen. Auf einmal kommt der Ball irgendwie noch hinten an die Grundlinie zurück. Andrzej Gruber, ich meine, er sieht auch vorher, wo der Ball hinkommt. Er guckt jetzt schon, wo springt der Ball ab vom Schläger von Jürgen Persson und ist direkt da und holt den Ball immer mit ein bisschen Rotation zurück, sodass Jürgen Persson immer noch ein bisschen Risiko hat, den Ball zu töten, sagt man im Tischtennis, um letztendlich den Endschlag anzubringen. Ein bisschen mehr Geduld täte Jürgen Persson sicher ganz gut in dieser Situation. Ja, er macht zu früh den Fehler jetzt. Und Andrzej Gruber unterlaufen halt keine einfachen Fehler im Moment. 13-11. Er war mal Weltranglisten-Dritter. Andrzej Gruber, das ist aber schon ein paar Jahre her, 1991. Was man auch schön sehen kann, Andrzej Gruber ist ein sehr emotionaler Spieler und Jürgen Persson sehr ruhig in sich gekehrt, wie die meisten Schweden eigentlich, die sich Ball für Ball neu motivieren und konzentrieren können. Die sagen, deren Motto ist halt so, ich möchte nicht zu viel Kraft und Power verlieren, über einen gewonnenen Punkt, sondern ich konzentriere mich lieber auf den nächsten Ballwechsel. Das sieht man gerade hier bei Jürgen Persson sehr gut. Deswegen sagt man auch, sind die Schweden eigentlich mental her die stärksten. Zwei Punkte Vorsprung jetzt für Andrzej Gruber im dritten Satz. Den nächsten Punkt und das beim Aufschlag des Gegners Andrzej Gruber auf dem Weg zum Sieg. Das könnte eine kleine Vorentscheidung gewesen sein. 17-13, eigener Aufschlag.
Ja, die Fans in Ochsenhausen auch relativ verhalten. Man hat da schon viel stimmgewaltigere Kulissen hier erlebt. Sie wissen natürlich auch, dass das heute nicht unbedingt der Tag ihrer Mannschaft ist. Diese überraschenden Niederlagen, die es da schon gegeben hat, das ist natürlich auch nicht so unbedingt das Geeignete, um die ganz große Stimmung unter den Anhängern des TTF Ochsenhausen zu verbreiten. 14:19 jetzt für Grobar. Jetzt kommen sie nochmal, die Jörgen-Jörgen-Rufe des Publikums, das natürlich merkt, dass der Schwede Unterstützung braucht in diesem Match. Jetzt ist wieder alles drin, 16:19, eigener Aufschlag. Der nächste Punkt wird vielleicht entscheidend sein. Wieder einer dieser leichten Fehler. Matchbälle für Grobar. Nochmal Hoffnung beim Schweden, bei Jörgen Persson. 17:20 im dritten und entscheidenden Durchgang. Und 18:20. Vielleicht hat das, wenn es denn so kommt, die Entscheidung gebracht, dass er einfach zu früh den Abschluss sucht und dann die Fehler macht, so wie jetzt hier. Ja, man hat es wieder gesehen. Für Grobar. Genau, Andrzej Grobar hat ihn einfach zum Fehler gezwungen, hat abgewartet und Persson hat sie gemacht. Und wir gehen zurück nach München, kommen gleich zurück nach Biberach, wo Ochsenhausen spielt. Nächste Begegnung im Tisch 1, Konstantin Lehmerhoff gegen Steffen Fessler. Champions Play Donic. Tennis Bundesliga. Liebherr, der Spezialist für Kühlen und Gefrieren und TV Spielfilm, Ihre Programmzeitschrift, wünschen gute Unterhaltung. Zurück in Biberach mit Jörgen Persson, Ochsenhausen und mit Andrzej Grobar, Spieler und Trainer in Personalunion. Ich habe Sie schon angekündigt als die Tischtennislegende aus Grenzau. Sind das so Abende, an denen alles läuft wie nach Plan? So. Heute eigentlich, das war unser Tag. Wir haben sehr gut gespielt und wahrscheinlich deswegen, damit wir haben unsere Chancen ein bisschen größer gemacht. Ja, viele haben ja eigentlich gerechnet, dass Jörgen Persson Ihnen zumindest diesen einen Punkt abnehmen kann im Einzel. Zuerst mal zu Ihnen, Herr Persson, Sie waren ein Vierteljahr auf Eis gelegt wegen Ihres Rückens. Nun sind Sie relativ groß, da könnte, denke ich mal, der Tisch schon 10 cm höher sein. Wie geht's Ihnen denn? Ja, mir geht's gut im Moment. Ja, ich bin nicht 100% fit leider, aber ich bin dabei und habe keine Rückschmerzen im Moment. Ja, so das ist die gute Dinge. Ja, aber wie man hat heute gesehen, ja, fehlt immer noch ein bisschen. Ja. Sind das schon Verschleißerscheinungen, eben weil Sie häufig eben gebückt stehen müssen? Oder ist es nicht so schlimm? Ja, das ist so. Von so die lange Belastungen, was ich muss machen. Dann, ich bin so lang, dann mache ich automatisch mehr mit dem Rücken. Und jetzt bin ich beim Probieren, mehr die Beine zu und ein bisschen tiefer zu gehen mit den Beinen, ja. Und das kostet auch viel Kraft jetzt in Anfangen. Hat das denn heute auch eine Rolle gespielt? Denn den ersten Satz, den haben Sie ja mit 21:14 relativ leicht eingesackt. Da haben wir auch noch mal einige Bilder aus dem ersten Satz. Hat das heute eine Rolle gespielt, dass Sie dann in den nächsten zwei Sätzen abgebaut haben? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, ich habe
wo man sieht, er ist ein guter Ballwechsel. Ja. Und ich habe im ersten Satz habe ich ein bisschen aggressiver gespielt, glaube ich. Deswegen konnte ich das Spiel zu Ende machen. Ja. Und dann würde ich lieber zum Schluss, war ich ein bisschen zu passiv. Und André hat auch gut gespielt, hat ein bisschen Druck auf mich gemacht. Ja. Und ich habe nicht diesen Vertrauen zu meinem Spiel gehabt, wo ich konnte ein bisschen locker reingehen. Dann. Ja, es war ein sehr attraktives Spiel zwischen Ihnen beiden. Was haben Sie denn nach dem ersten Satz, der mit 14 verloren ging, gedacht? Haben Sie da Ihr Spiel umgestellt? Kann man nicht vergessen, ich habe 12-9 geführt. Und damals, ich dachte, ja, heute, Mensch, bist du stark. Und bis 14 verloren, das ist sehr oft so. Ich habe einfach Konzentration verloren. Jürgen hat unheimliche Bälle getroffen und ja, und der erste Satz war vorbei. Aber musste man noch zweiten Satz gewinnen. Habe ich nicht vergessen. Deswegen im zweiten Satz, ich habe angefangen, ein bisschen aggressiver zu spielen. Und das war wahrscheinlich dieser Schlüsselpunkt. Ja, da wollen wir auch noch mal was sehen aus dem zweiten Satz. Nun, Sie haben ja viele, viele Ämter. Sie sind also Trainer im Landessportbund. Sie sind am Olympiastützpunkt. Sie sind hier Trainer in Grenzau. Sie sind auch Spieler. Ist das vor allem wichtig, dann den Kopf frei zu bekommen, gerade in solchen Situationen, wenn der erste Satz eben weggegangen ist? Ist das bei Ihnen immer eine Kopffrage? Genau, das ist diese Konzentration. Ich habe zu viele Sachen zu tun und Trainer zu sein oder coachen und spielen selber, das ist keine optimale Lösung, ganz bestimmt. Aber nach diesem Unfall mit Kim Taek-soo, die Koreaner, unsere normalerweise Nummer 1, ich musste spielen, ich musste einfach kurze Hose nochmal anziehen und zurzeit muss man sagen, mit ganz gutem Effekt, aber weil wir haben eine gute Stimmung in der Mannschaft und mit Verständnis von meinen Mannschaftskollegen kann man auch einigermaßen gut weiterspielen. Sie haben aber auch die notwendige Lockerheit. Man hat gerade gesehen, nach diesem fantastischen Ballwechsel, der nun zugunsten von Persson ausging, so gemacht. Also die Lockerheit, die ist Ihnen geblieben. Also ich, schon in meiner sportlichen Leben, ich habe schon ein paar, wahrscheinlich 1000 Kilometer laufen musste. Und so wie heute, einige Bälle musste man auch laufen. Also Jürgen ist einfach ein großes Mensch. Das ist Klasse, manchmal für sich selbst. Und die Einzige, was man machen könnte, das ist einfach ein bisschen aggressiver zu spielen und manchmal kämpfen um jedes Ball. Das war eigentlich meine Taktik für heute. Jürgen Persson, eines müssen wir ganz kurz noch besprechen. Es ist heute durchgesickert, dass Sie Ochsenhausen verlassen werden. Sie gehen zurück nach Schweden. Sie werden also in der neuen Saison nicht mehr hier sein in Deutschland. Kurz die Gründe. Warum gehen Sie zurück nach Schweden? Ja, ich habe jetzt 2 Jahre hergespielt und eine Gründe ist natürlich der Rücken. Ja, ich habe von dem Doktor jetzt hat gesagt, ich darf nicht so viel spielen. Ich muss ein bisschen weniger Spiele machen. Und solange ich will auch Internationales auch irgendwas bewegen, ja, dann passt die schwedische Liga mir besser. Ja, das ist ein bisschen zu viel mit der Bundesliga. Die viele Spiele plus die viele internationale Termine und Einladungsturnieren und so. Ja. So, das ist der Hauptgrund. Das wird die Familie sicherlich auch freuen, wenn sie dann mehr zu Hause sind. Aber die Prämien müssen dann auch erstmal erspielt werden bei internationalen Turnieren. Hier hatten Sie ja ein Gehalt. Recht herzlichen Dank an Sie beide. Wir kommen jetzt zum Einzel. Und zwar Lengerov gegen ein Aushängeschild des deutschen Tischtennissports, nämlich Steffen Fetzner.